Also erstmal tatsächlich ein Gespräch und ein Kennenlernen, auf das ich mich lange gefreut habe und sehr gefreut habe. Und es ist echt schön, mit dir zu sprechen, Matthias. Ich habe über ganz viele Ecken ganz lange von dir gehört, über Christian Opitz. Ah, Und ich habe dich auch tatsächlich im Internet ausgegraben als jemanden, der tolle vegane Superfoods verkauft. Und zwar einfach deshalb, weil ich mich seit vielen, vielen Jahren für Superfoods total begeistern kann. Und dann war irgendwie aber immer so Matthias Langwasser in meinem Kopf abgespeichert als halt ein Geschäftsführer für einen erfolgreichen Online-Versand. Und ich gestehe, das ist in meinem Kopf, glaube ich, so eine Kategorie. Das ist so eine Kategorie, die gut mit Zahlen kann, mit Computern und die sich sonst um nichts kümmert. Und dann bist du vor 1,5 Jahren oder so wie neu in mir aufgetaucht, mit dem, genau, da habe ich mich für euren Newsletter angemeldet und habe ich erst gemerkt, was ihr alles rockt. Dann hast du ein Buch rausgebracht über deine eigene Biografie und deine eigene Geschichte in der Wildnis. Dazu kommen wir noch. Und ich dachte so, ah, interessanter Mann, der nebenher in der Wildnis wohnt und Spiegel-Bestseller schreibt. Und da wurdest du als Mensch sozusagen komplexer für mich und auch in dem tatsächlich, welche Werte, welche Körperlichkeit, welche Botschaft, welche Mission du vertrittst, wofür du lebst, jemand, der mich fasziniert. Und deshalb ist es echt total schön, gerade ein bisschen mit dir darüber forschen und darüber sprechen zu können, auch weil ich weiß, beweist ja auch die Tatsache, dass du einen Bestseller geschrieben hast, einen Spiegel-Bestseller, dass die Themen, mit denen du arbeitest und für die du lebst, so relevant sind. Und ich mag ganz kurz. Ich habe das ganz, ganz selten, aber jetzt pass auf, Elon hält ein Buch in die Kamera. Es ist dein Buch. Yay! Danke. Also, Reise in die Freiheit. Und wenn es ein Thema ist, für das meine Arbeit brennt, dann ist es Freiheit. Und es ist innere Freiheit. Und du hast diese Geschichte tausendmal schon erzählt, aber ganz kurz, magst du sagen, was steht in diesem Buch, wenn du es in wenigen Sätzen einfach so wie Reise in die Freiheit, man schlägt die Seiten auf. Was ist da? Was erzählst du da über dich? Also es geht um die 2 Jahre, in denen ich durch Frankreich und Spanien gewandert bin, draußen gelebt und geschlafen habe, ohne Zelt, mit ganz, ganz wenigen Mitteln ausgestattet war und mich direkt aus der Natur ernährt habe und ohne Geld unterwegs war. Und in dieser Zeit eben sehr tiefe Survival-Erfahrungen gemacht habe, aber auch sehr tiefe spirituelle Erlebnisse hatte. Und meine Erfahrungen in Lebensgemeinschaften beschreibe, meine Erfahrungen, wo ich einige Male dem Tod entronnen bin und auch ganz tiefe spirituelle Einsichten und eine Vision für die Heilung der Erde, die mir geschenkt wurde und viele lustige Anekdoten und all das und noch vieles mehr findet man in diesem Buch. Ja, danke dir. Tatsächlich, was mich so, ich hatte ja dadurch, dass du biografisch schreibst, tatsächlich das Gefühl, okay, das ist ein Buch Seite 1 bis Seite X. Und du, es geht mir ganz anders. Es ist ein Buch wie, ich schlage eine Seite auf und ich werde gefunden von etwas, was du da beschreibst. Und ganz oft sind es Visionen und ganz oft sind es einzelne Abenteuer. Also dies down to earth bis hin zu Spiritualität, was mich sehr begeistert, was, glaube ich, wirklich so, so wertvoll ist, diese Verankerung, die Verkörperung von Spiritualität. Und davon ausgehend, Matthias, jetzt bevor wir noch ein bisschen konkreter auf deine heutige Arbeit und die Form deiner Mission oder dessen, wozu du dich gerufen fühlst, eingehen, warum hast du das Buch genannt Reise in die Freiheit? Du hättest es rein nennen können, Reise nach Spanien und Frankreich oder Reise in die Natur. Und ein bisschen so dahinter, warum Freiheit? Weil de facto, wenn man dich hört, hey, wenn es nachts geregnet hat, du hattest kein Dach über dem Kopf. Also warum Freiheit? Erklär mir das. Für mich war das wirklich damals eine Reise in die Freiheit, weil ich bin ja ganz bewusst raus aus Deutschland und raus aus dem alten System, ne, in dem ich mich einfach sehr eingeengt und sehr unwohl gefühlt habe. Und wo ja, und dieses System, da war ja auch sehr viel Zwang. Ne, Zwang ist ja Zwang oder auch, dass Menschen dazu gebracht werden, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht wollen. Das ist ja das Gegenteil von Freiheit. Das ist ja Freiheitsbeschränkung. Also was die Menschen in der Schule erleben, was ich auch danach erlebt habe. Aber nicht nur diese äußere Einschränkung der Freiheit, sondern auch die innere. Ne? Nämlich wirklich dieses, das war ja, naja, obwohl das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, dass es vor 30 Jahren noch stärker war als heute. Aber wenn ich mir gucke, was in den letzten 2 Jahren in Deutschland passiert ist, dann war Wir sind ganz gut dabei. also
Dann muss ich das einfach wieder zurücknehmen, was ich gerade sagen wollte. Und es ist wirklich so, dass gerade diese, ich habe ja sehr früh angefangen, mich mit alternativer Lebensweise zu beschäftigen, habe angefangen, mich vegan zu ernähren, nur im Bioladen einzukaufen und war damit schon ein totaler Außenseiter und habe schon ganz früh angefangen, diese Werte und die Dogmen, die uns in der Schule vermittelt wurden, auch wirklich konfrontativ und in der Schule, in der Klasse in Frage zu stellen. Und bin einfach an sehr viele Grenzen gestoßen, ne? Dass ich gemerkt habe, alleine Glaubenssätze von das darf man nicht, das macht man nicht, das gehört sich nicht und so weiter. Das heißt, auch diese innere Freiheit war gefühlt auch überhaupt nicht da. Also weder äußerlich noch innerlich. Und für mich war diese Reise in die Freiheit, in die Wildnis, erstmal mich wirklich komplett aus diesem alten, einengenden System rauszugehen und wirklich meiner inneren Stimme zu folgen und dem zu folgen, was sich für mich richtig anfühlt. Und ich habe den Titel auch so gewählt, weil natürlich gerade in dieser Zeit, wo also bestimmte Mächte versuchen, mit allen Mitteln uns unsere Freiheit auf allen Ebenen wegzunehmen, ne, auch die Freiheit der freien Meinungsäußerung, ne, oder auch die Freiheit der freien Gesundheitswahl, die Freiheit dessen, dass man auch mal vielleicht Meinungen vertritt, die eben nicht, ne, dem Mainstream entsprechen oder nicht dem allgemeinen vorgeformten Narrativ, dass Menschen angefeindet werden, wenn sie das tun, wenn sie es wagen, einen Gedanken auszusprechen, der allgemein oder der von den Medien als nicht aussprechbar dargestellt wird, was natürlich auch alles ein System hat, aber das ist eine andere Geschichte. Also all diese Dinge, ne, deswegen habe ich eben auch diesen Begriff Freiheit gewählt, weil es eben auch ein ganz wichtiges Gut, gerade auch für unsere heutige Zeit ist. Ne? Und ich auch Wege aufzeige, wie man eben wirklich in die Freiheit gehen kann. Und das heute für mich mit meiner Auswanderung nach Portugal, es ist ja, hat ja ganz ähnliche Hintergründe, jetzt 30 Jahre später. Ne? Ja, tatsächlich ganz kurz deine ganz aktuelle Situation, damit wir da up to date sind. Du bist vor kurzem aus Deutschland definitiv ausgewandert mit der Familie nach Portugal. Ne? Genau, also wir sind im Juni letzten Jahres sind wir los, sind ausgewandert nach Deutschland. Dann sind wir nochmal im Dezember, haben wir dann wirklich alles aufgelöst, ne, und sind komplett raus, haben uns abgemeldet. Und das ist auch dieses Gefühl, ne, im Vergleich zu, wie es vorher war, jetzt hier zu sein, also für uns, ich kann ja natürlich nur für mich sprechen, ne, wir fühlen uns wirklich sehr frei. Ja. Also einfach nur dadurch, dass wir nicht mehr in diesem engen deutschen System sitzen, sondern natürlich, ne, also hier in Portugal gibt es genauso die gleichen Probleme, die sie auch in Deutschland sind. Aber ich habe das letztens zu einer Freundin gesagt, der große Unterschied ist, ich kann kein Portugiesisch. Ne? Und das heißt, du bist tiefenentspannt, wenn die Leute versuchen. Das heißt, weil hier passiert natürlich genauso Gehirnwäsche wie in Deutschland auch. Nur hier kriege ich es nicht mit. So. Und hier bin ich einfach hauptsächlich mit Menschen zusammen, die auch ein ähnliches Bewusstsein haben, ne? Und die auch aufgewacht sind und sich wirklich die wichtigsten Lebensfragen stellen. Und da gibt es sehr, sehr viele von diesen Menschen, die auch nach Portugal ausgewandert sind. Und das heißt, wir sind hier in einem Feld von Gleichgesinnten, die ähnlich denken, eine ähnliche Vision haben. Und alleine das ist einfach sehr, sehr wohltuend. Ne? Und dass eben die Themen, also hier unter den Menschen, ich hatte auch gerade ein tolles Interview mit einem Heilpraktiker, der genauso heißt wie ich, also Vorname, ne? Der Vorname, wir beschäftigen uns viel mehr mit, was ist unsere Vision? Also was können wir jetzt aufbauen? Ne? Wir beschäftigen uns weniger mit all den schlimmen Dingen, die gerade passieren, sondern vielmehr, was können wir tun, um uns wirklich eine sichere, freie Existenz auch als Familie, als Gemeinschaft aufzubauen? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche alternativen Projekte, die man jetzt umsetzen kann auf so vielen verschiedenen Ebenen? Das ist gerade einfach total, es passt einfach jetzt für uns hier zu sein. Ja. Wunderschön, tatsächlich dieses, wie du es beschreibst, ist es die Figur, die Freiheit taucht auf, sie entfaltet sich, sie ist wieder da, wenn wir die Unfreiheit verlassen. Und das aber auch, wie du sagst, braucht die Konfrontation. Und es ist die innere oder die und die äußere Konfrontation. Es ist dieses,
die Käfigstäbe der Unfreiheit aufzubrechen. Das ist der Job, aber nicht die Freiheit zu finden. Das ist wie, das umarmt dich, das findet dich, als dieses, wohin du zurückkehrst oder wohin du wieder sinken darfst, wenn du aus dieser äußeren oder inneren Art von Gefangennahme ausbrichst. Und gleichzeitig glaube ich, also jetzt speziell für mich, für die Menschen, mit denen ich gerne forsche, ist das natürlich genau wie für dich sehr klar. Das ist ein Action-Move, das ist ein Mutschritt, das ist eine reale Handlung, das ist nicht Meditation. Das ist extrem praktisch und wie du sagst, extrem abenteuerlich, ab und zu fast tödlich in der Wildnis. Also das hat das ganze Blut, das ganze Fleisch des Lebens. Du wolltest was sagen, ich habe dich, glaube ich. Ja, genau. Und das ist wirklich, ich bin ja jemand, der, so wie du auch, ne, ich habe immer geforscht und ich habe mein ganzes, sag mal, bewusstes Leben lang habe ich geforscht und habe mir immer so die viele Fragen gestellt, die sich die meisten Menschen nicht stellen. Und zum Beispiel, ne, also klar, viele Menschen stellen sich die Frage zum Beispiel, warum gibt es Leid? Und diese Frage habe ich natürlich auch gestellt, aber ich habe auch weiter geforscht und auch geschaut, wer kreiert denn Leid? Welche Kräfte stecken denn dahinter, hinter diesen ganzen Dingen, die hier auf der Erde alle schieflaufen? Steckt da möglicherweise ein System dahinter und kann man dieses System benennen? Und was macht das System mit unserem eigenen Leben? Ne? Und ich habe halt dann mehr und mehr herausgefunden, dass wirklich diese Vermittlung von falschen, nicht göttlichen Werten und Informationen, dass es wirklich jeden einzelnen Bereich unseres Lebens durchdringt und dass wir in jedem Lebensbereich belogen wurden und auch immer noch werden. Wir bezeichnen das, ne, als Kultur. Genau. Ja. Und wenn man das mal, und das ist, ne, ich weiß, dass viele Menschen haben nicht den Mut und nicht die Kraft, also sich das wirklich anzuschauen in der Tiefe und sich damit zu konfrontieren, weil es extrem unangenehm ist. Ne? Aber trotzdem finde ich es wichtig. Also wir müssen wissen, was hier passiert. Also wir müssen das verstehen, weil sonst können wir nicht wirkliche Freiheit erlangen. Es ist einfach so. Ja. Ne? Du kannst die Sonne oder du kannst den Tag nicht finden, wenn du nicht der Nacht entfliehst, oder auch die verstehst, wie die Nacht funktioniert. Also um es jetzt mal so, ne, als eine Metapher auszudrücken. Und ich glaube, wenn man wirklich an diesen Kern, an diesen Ursprung, an diese Ursache geht und das konfrontiert, was wirklich erstmal richtig hart ist, dann eröffnen sich plötzlich also so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten, wenn all das, was uns beigebracht wurde, falsch ist, ne, und wir dann herausfinden, was göttlich richtig ist und dann anfangen, das zu leben, dann eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten und Welten und all diese Begrenzungen, die uns eingeredet wurden, dass wir arm sind, dass wir schwach sind, dass wir ohnmächtig sind, dass wir Angst haben müssen, das löst sich auf und dann eröffnet sich eine solche göttliche Fülle auf so vielen Ebenen. Aber dieses Geschenk kommt nur dann, wenn man auch bereit ist, sich das andere wirklich zu konfrontieren und das andere anzuschauen. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass es neben dem Unangenehmen, es ist auch dieses, das Spüren wieder zu spüren, das Spüren wieder anzustellen und dann auch zu merken, okay, wenn ich hier und hier und hier und hier in der Scheiße sitze, dann sitze ich gerade richtig schön multiple in der Scheiße. Und ich glaube, da gibt es zum einen tiefe Verzweiflung. Was mache ich denn jetzt? Weil mein Vater hat es ja da auch nicht rausgeschafft. Also ein bisschen wie, wir haben ja dafür keine Role Models. Und das andere, was du schon angesprochen hast, eben die Form von Gemeinschaftsbildung. Habe ich genug Support, um dann auch wie vielleicht gemeinsam mal mit einem Schulterschluss nach vorne zu rennen und in die Freiheit zu preschen? Matthias, ich bin aus einem, nicht anderen, sondern es gibt einen parallelen Ausdruck von deinem Leben, neben jetzt irgendwie Bücher über spannende Reisen und reale Verkörperung zu schreiben. Und das ist tatsächlich nicht nur, also was ich wusste über den Regenbogenkreis und so heißt deine Firma, die Superfoods, ganz tolle verschiedene Produkte. Ich glaube, man muss auf die Seite gehen, um zu wissen, was da eigentlich alles möglich ist und verkauft wird, welche Bücher ihr da habt, welche Naturkosmetik, welche veganen Rohköstlichkeiten. Also ich glaube, man muss einfach mal auf die Seite regenbogenkreis.de gehen, um zu wissen, wovon wir beide gerade reden. So, also das mögen alle machen. Und
Ich bin nicht nur jetzt, wie gesagt, Qualität und so weiter ist das eine, wo ich einfach über Christian Opitz immer schon wusste, dass er für diesen Versand von dir da wirklich seine Hand ins Feuer legt, sondern besonders die Philosophie dahinter. Und das interessiert mich doch, weil man könnte sagen, du hast einen sehr erfolgreichen Online-Versand in einem sehr großen und auch letzten Endes sehr kapitalistischen Bereich oder einer sehr kapitalistischen Branche, nämlich Veganismus und Superfoods und Health und Detox. Und was macht es so special? Was an dem, dass du dem so viel deiner Zeit und deiner Lebenszeit, deines Fokus gibst, was daran ist konsequent? Wenn wir reden über innere und äußere Freiheit, wenn es deine Biografie fortschreibt, stell uns mit diesem Hintergrund-Vibe vielleicht so ein bisschen den Regenbogenkreis vor, weil er da halt wirklich nochmal special ist einfach. Ja, ich habe... Also das hängt wirklich auch mit meiner Lebensaufgabe zusammen, dass ich mir halt, also mir war schon, ich habe schon sehr früh, also wirklich schon als Kind und Jugendlicher darunter gelitten an der fortschreitenden Umweltzerstörung, ne, oder Naturzerstörung, die ich auch ganz persönlich auch, also nicht nur darüber gelesen habe, sondern es auch eben persönlich erfahren habe, indem zum Beispiel ich erlebt habe, wie wunderschöne alte Bäume abgesägt wurden, wie unsere Gärten, die wir hatten, wie da ein Supermarkt drauf gebaut wurde. Und das hat mich einfach sehr, sehr belastet. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ne, was diese Frage, die so viele Menschen sich stellen, was kann ich als Einzelner dagegen tun? Und diese Frage hat mich wirklich sehr, sehr stark beschäftigt, weil mir war klar, natürlich ist es, wenn ich jetzt anfange, mich vegan zu ernähren und gesund und nachhaltig und bewusst zu leben und damit auch andere Menschen inspiriere, meiner Familie, von meinen Freunden ist es natürlich auch schon viel. Aber ich wollte Millionen Menschen erreichen. Ich wollte dieses Bewusstsein von der Einheit allen Lebens wirklich in die Gesellschaft bringen und ich wollte, dass ganz viele Menschen davon erfahren und habe nachher mir Gedanken darüber gemacht, welche Möglichkeiten habe ich denn da? Und dann hat sich diese Möglichkeit aufgetan, also über den Verkauf, ne, von Produkten, sehr kraftvollen Produkten aus dem Regenwald zu schützen, dieses spirituelle Bewusstsein über Blogbeiträge, über Videos in die Welt zu bringen, auch die Menschen aufzuklären über Machenschaften, die hier auf dieser Erde passieren. Und deswegen habe ich praktisch dieses Mittel von über den Produktverkauf Geld zu verdienen, ne, und damit aber auch diese anderen Projekte zu finanzieren und gleichzeitig mit jedem einzelnen Produkt ein neues Bewusstsein in die Welt zu bringen, weil das machen wir zum Beispiel, die Produkte sind energetisiert. Auf jedem Produkt steht in Liebe und Dankbarkeit für die wundervollen Pflanzen, die unsere Erde uns schenkt. Und wir haben nur nachhaltige Verpackungen. Und ich habe gleichzeitig all das, was ich habe mich ja, seit ich 17 bin, intensiv mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Wildkräutern, Heilkräutern, wie kann man sich verjüngen. Ich habe das sehr intensiv gelebt und studiert. Und dieses Wissen ist natürlich in die Produktentwicklung eingeflossen. Und ich habe immer gesagt, und ich erlebe das auch immer wieder teilweise im Team, bei Regenbogenkreis, dass Leute sagen, ja, Matthias, das ist ja total toll, wie du das gerade machst, aber es ist einfach auch nicht wirtschaftlich, weil es kostet natürlich viel mehr Geld, zum Beispiel Violettgläser zu kaufen, ne, die als einfach irgendeine Plastikverpackung zu nehmen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte an der höchsten Qualität oder an dieser Premium-Qualität, die gleichzeitig auch noch benutzt wird, um Regenwald zu schützen, was wir ja auch mit jedem verkauften Produkt machen. Ich möchte da keine Abstriche machen. Ich möchte, auch wenn das mehr Geld kostet, dann soll es mehr Geld kosten. Aber die Leute sollen einfach wissen, das ist einfach die beste Qualität, die man auf dem Markt finden kann. Und nicht nur, weil es die beste Qualität ist, sondern weil eben auch dieser Spirit dahinter steht. Dieser Spirit von, wir wollen die Erde heilen, nicht mehr und nicht weniger. Ne? Ja. Das ist meine Vision, das ist die Vision von der geheilten Erde, das ist die Vision von mir, das ist die Vision von Regenbogenkreis und darum geht's. Und wir können, wenn wir unseren eigenen Körper als heiligen Tempel betrachten, dann geben wir unserem heiligen Körper einfach nur das Allerbeste und das sind die allerbesten Produkte, die frei sind von jeglichen chemischen Zutaten, die frei sind von jeglichem konventionellen Anbau, die zusätzlich energetisiert sind, die in Liebe abgefüllt wurden, die in Liebe versandt wurden und so weiter. Also das heißt, diese Ganzheitlichkeit, die ich ja verkörpere, ne, also Ganzheitlichkeit von
dass ich eben mich vegan ernähre, bis hin zu, dass ich jeden Tag für die Erde bete, ja, oder für die Heilung der Erde bete und viele andere Dinge mache. Die ist aus meiner Sicht, ist das die, das, was zusammenkommen muss, ne? Weil in dem alten System wurde alles getrennt, ne? Die Menschen haben sich spezialisiert. Es gibt Altersheime, es gibt Schulen, es gibt Kindergärten, es gibt Krankenhäuser, es wurde alles getrennt, ne? Und aus meiner Sicht geht es darum, all diese verschiedenen Aspekte, die alle wichtig sind im Leben, die zusammenzubringen. Mhm. Und deswegen ist mir Ganzheitlichkeit sehr wichtig. Und ich bin sehr spirituell und gleichzeitig eben sehr konkret und sehr pragmatisch und Unternehmer. Und all diese Dinge fließen halt bei Regenbogenkreis zusammen. Tatsächlich, also ohne, dass ich das jetzt jemals, ich habe darauf jetzt nicht gewartet, aber das ist tatsächlich das Alleinstellungsmerkmal, wodurch eine Lieferung von Regenbogenkreis so in Erinnerung bleibt. Also wirklich dieses Gefühl, es sind wirklich allein das Knacken dieser Violettgläser, wenn du sie öffnest, es ist eine ganz andere Sauberkeit und das Produkt hört nicht auf bei dem Pulver, was da drin ist oder was auch immer oder den Kapseln. Es ist wirklich so, es geht um Vibe, es geht um eine Geste, es geht um eine Art von Aufwertung, eine bestimmte Energie, mit der plötzlich wirklich so ein ganzer Bereich meines Lebens da ist. Und dann habe ich einen Heilpilz gekauft oder was auch immer. Aber es geht wirklich, wirklich darüber hinaus, auch in der Art und Weise. Dann irgendwie Mails mit dem Team oder so. Und ich bin auch ein bisschen mit Regenbogenkreises in einer eigenen Premiere verbunden. Und zwar hatte ich einfach, dazu möchte ich dich gleich noch fragen, als ich erfahren habe, was ihr mit den Erlösen vom Regenbogenkreis macht, war ich irgendwie so, wow, das ist ziemlich cool und kann ich dazu was beitragen? Und ihr habt ja tatsächlich ein Partnerprogramm. Also tatsächlich ist es ja erstmal so, wenn ich Regenbogenkreis empfehle, dann bist du bereit, mir dafür quasi Geld auszuzahlen, falls jemand darüber etwas bestellt. Jetzt ist tatsächlich unser Deal und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass das offenbar technisch tatsächlich klappt, dass tatsächlich ich hier mit dem Regenbogenkreis samt und sonders rauf und runter empfehle und die Erlöse über solche Links oder über solche Empfehlungen zusätzlich in eure Initiativen fließen. Und in meiner Arbeit geht es ja auch ganz viel darum, Kultur zu verlernen und den inneren natürlichen Flow wiederzufinden. Und ich forsche ganz viel auf diesem, ja, dem Wasserweg statt in der Feuermatrix, die für Burnout und Wüstenausbreitung und so weiter irgendwie sorgt. Und vor dem Hintergrund sind natürlich Regenwälder. So, das ist so. Das ist die grüne Lunge, aber es sind auch die grünen Medizintropfen, also die Information, der Vibe der Regenwälder. Und ich bin super, super happy, dass ihr genau mit Regenwäldern in euren Initiativen zusammenarbeitet. Und da ist meine Bitte, magst du darüber noch kurz erzählen? Wie hängt Regenbogenkreis mit Regenwaldinitiativen zusammen? Was macht ihr? Wo würde in dem Sinne oder wird auch in dem Sinne Erlös aus zum Beispiel unserem Partnerprogramm-Deal mit reinfließen? Also, dass wir da eine etwas genauere Vorstellung noch haben. Also sehr gerne. Wir arbeiten mit der Tropenwaldstiftung Oro Verde zusammen und die haben immer unterschiedliche Projekte. Und in diese Projekte investieren wir. Das sind immer Regenwaldschutzprojekte. Und aktuell unterstützen wir ein Projekt, ein großes Projekt in Suriname. Das sind indigene Gemeinden. Das ist ein kleines Land, ein Nachbarland von Brasilien. Und dort unterstützen wir die Menschen darin, also sich eigene autarke Verdienstquellen aufzubauen, ne? Und gleichzeitig und damit gleichzeitig Regenwald zu schützen. So, und das ist, also zum Beispiel, um da mal so einen Einblick zu geben, wird da gerade so eine Paranussproduktion aufgebaut. Das heißt, die haben ganz viele wild wachsende Paranussbäume im Regenwald. Und dann, ne, und diese Bäume werden dann beerntet und diese Nüsse, die werden dann verkauft und damit wird dann eben, haben die dann ein eigenes, nachhaltiges Einkommen. Und dann ist noch ein anderes Projekt, was auch im Moment damit was diese indigenen Gemeinden da eben fördern oder gerade umsetzen ist. Es gibt ja so eine Flutzeit, also wo der Fluss, der da ist, also über die Ufer tritt. Und in diesen, in den Pfützen, das sind ganz viele, also man kennt ja diese wunderschönen, bunten Aquarienfische. Und diese Fische, die sind halt in diesem Fluss und die werden halt in diese Pfützen gespült. Und dann ist es aber so, dass diese Pfützen halt wieder austrocknen und diese ganzen Fische dann einfach sterben. Und jetzt werden diese Fische genommen und die werden praktisch
dann an Aquarienbesitzer oder Aquariengroßhändler verkauft. Also normalerweise würde ich sowas natürlich nicht unterstützen, ne? Aber es sind ja Fische, die ansonsten wirklich einfach umkommen würden. Und deswegen finde ich das in dem, was ja eine, wirklich eine Fischrettung ist, finde ich das gut. Und das ist für die Menschen tatsächlich auch eine Möglichkeit, mit dem, was sie vor Ort haben, ne, mit der Natur, mit ihrem eigenen traditionellen Leben, sich eine unabhängige Einkommensquelle aufzubauen und ihnen damit auch die Möglichkeit gibt, eben zum Beispiel Ranger zu schulen, auszubilden, ihren Wald zu schützen. Und das ist einfach wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt. Und da dieses Projekt sind, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie viele indigene Gemeinden das sind, auf einer sehr, sehr großen Regenwaldfläche, die unterstützen wir halt gerade. Ja, aktuell. Wow, tatsächlich, ich vergesse mal eure Zahlen, aber sag kurz, was sind die Zahlen, die man gerade bei euch findet? Also, wie viele Quadratkilometer Regenwald ihr einfach schon schützen konntet mit eurer Idee? Ja, die Zahlen, dadurch, dass wir natürlich so viele Produkte verkaufen, also wächst es einfach sehr, sehr schnell. Und wir haben, also vor kurzem haben wir die eine Milliarde Quadratmeter Regenwald Zahl überschritten. Ne? Das heißt, wir haben ungefähr, also in den letzten, also Regenbogenkreis gibt es ja seit 15 Jahren. In den letzten 15 Jahren konnten wir durch unsere Arbeit 1 Milliarde Quadratmeter Regenwald schützen. So nachhaltig und langfristig. Wahnsinn, Wahnsinn. Soll noch viel mehr werden, natürlich. Ja, natürlich soll das mehr werden. Und es ist Wahnsinn. Das ist so cool. Und gleichzeitig, das ist auch tatsächlich meine letzte Frage. Ich kann mich nicht entscheiden, Matthias, wie ich sie stelle, aber es ist dieses 1 Milliarde Quadratmeter Regenwald ist so down to earth. Es ist so sehr die Erde. Es ist so sehr der Schutz der Erde, unserer Mutter Erde. Und ich glaube, das ist in deiner Biografie ganz durchlässig. Das Allertiefste wirklich mit den Füßen in dieser Erde und gleichzeitig extrem spirituell. Und ich würde sagen, es ist ein und dasselbe. Wo ist der Unterschied? Hallo. Aber sagen wir in der Sprache, sei da ein Unterschied. Meine Frage ist, wenn du es kurz in Worten umschreiben magst, was ist diese Vision? Aber ich möchte sie auch gleichzeitig ein bisschen anders fragen, die Frage. Und zwar, was ist für dich ein Mensch? Weil ein Mensch ist für dich nicht ein versklavtes, unglückliches Burnout-Tier, was irgendwie medikamentenabhängig ist. Was ist für dich ein Mensch? Was sind wir in unserer Essenz? Was ist diese Vision? Kannst du über dieses 7. Chakra so ein bisschen noch? Also, wenn ich daran denke, was ein Mensch ist, dann muss ich sofort an meine kleine Tochter denken. Die jetzt 1,5 ist und die ja also frei geboren wurde und frei aufwächst und die also so eine unglaubliche Lebendigkeit, Lebensenergie, Schönheit und natürlich Süße verkörpert und dass ich einfach, ja, also jedes Mal, wenn ich sie wiedersehe, auch wenn es, ne, wenn ich es nur gerade nur 1/2 Stunde nicht gesehen habe, immer wieder so völlig verzückt bin von diesem Zauberwesen. Und mir gleichzeitig bewusst ist, dass wir ursprünglich alle so waren und dass wir ursprünglich alle so als diese wundervollen, schönen, freien, lebendigen Wesen voller unendlichen Möglichkeiten, dass wir so auf diese Erde gekommen sind und dass es darum geht, dass wir uns damit wieder verbinden und dass wir dieses unendliche göttliche Potenzial, was einfach in uns lebt, also wir sind ja göttliche Wesen, dass wir das halt wiederfinden. Ne? Und wenn wir das wiederfinden, dann können wir gar nicht anders, als auch unsere Lebensgrundlagen zu schützen, als auch andere Menschen auch als göttliche Wesen zu erkennen und entsprechend zu behandeln, uns selbst so gut zu behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen und auch alles andere Leben gut zu behandeln. Das gehört alles zusammen. Ne? Und das heißt, wenn wir uns als diese göttlichen Wesen erkennen, dann können wir gar nicht anders als wirklich in Harmonie mit uns selbst und unserer Erde zu leben. Und dann können wir auch nicht anders als ein Paradies wieder auf dieser Erde zu erschaffen. Das ist einfach. Das ist unfassbar, oder? Einfach. Alle versuchen sich anzustrengen, die Erde zu retten, anstatt zu sagen, die Erde zu retten ist konsequent, wenn du dich selber liebst. Das ist keine Überwindung. Das ist das Ende der Überwindung. Es ist das Ende der Anstrengung. Wow. Ja. Ja.
Hey Matthias, ich habe Lust auf ein High Five mit dir. 1 Milliarde Quadratmeter Regenwald, das ist einfach so cool. Und darüber hinaus alles Mögliche. Und im Regenbogenkreis ist so lecker und so weiter. Also es ist wirklich, wirklich wahnsinnig schön, wie du ganz konsequent auf vielen Ebenen so schwerelos oder so selbstverständlich mittlerweile verkörperst, wie einfach es eins ist, wie einfach es sich bedingt. Statt so, ja, ich bete auch und ja, ich verdiene auch Geld. So, uff. Eins. Wundervoll. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und für dein Sein und für diese Zeit von deinem Leben, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, danke dir für einen wundervollen, lebendigen Austausch. Danke dir. Schön.